Moin moin Leute, ich bin Litikovs Brain oder iPhotogenic und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Max Monster. Und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und haben gegen Golan gekämpft, beziehungsweise der Doktor hat ihn in eine ganz andere Version verwandelt und ich hoffe, dass wir heute mit dem Kampf besser voranschreiten können. Schauen wir mal, wie es wird. Der Gegner greift an. Okay, wir hauen ihm erstmal eine rein. Roy schlägt den Gegner. Victor kichert. Verdammt, mein Körper bewegt sich von alleine. Das kennen wir alles schon, wir haben alles schon mitbekommen. Diesmal gehen wir allerdings dauerhaft auf ihn, ohne irgendwie vorher auf Victor zu gehen. Und konzentrieren uns wirklich nur vollkommen auf Golan, in der Hoffnung, dass wir diesmal nicht ganz so viel magischen Teer nutzen müssen, um irgendwie durch diesen Fight durchzukommen. Weil wir wissen jetzt ja, es kommt noch eine zweite Phase auf uns zu. Aua, das tat weh. Magischer Teer. Wir haben jetzt mittlerweile übrigens auch noch 10 Portionen, also wir starten sowieso besser durch, weil ich halt jetzt nach dem letzten Mal bin ich jetzt direkt hier wieder gestartet, hatte wieder volle Health-Pakete und wir können jetzt hier nochmal ein bisschen besser durchstarten. Ich glaube, wir müssen ja sowieso sein Leben nur zur Hälfte niederringen. So, wir blocken mal einmal. Zeit für die Combo-Attacke. Okay, vielleicht nehmen wir jetzt trotzdem magischen Teer. Vielleicht hätten wir lieber blocken, so, oh Gott. Darüber, wie ihr eure gemeinsame Zeit geschätzt hat. All der sentimentale Quatsch. Kontrolle, das ist wahre Stärke. Naja. Warum zielt er da hinten eigentlich, die doofe Nuss? Okay, Hälfte haben wir geschafft. Au, au. Wir müssen leider nochmal einmal... Moment, fühlt sich an, als könnte ich meinen Körper wieder steuern. Nur ein bisschen. Was unmöglich. Vielleicht helfen deine Angriffe, mich ein bisschen zu befreien. Greif mich an. Fühlt sich falsch an, aber wenn du meinst... Wollen wir erstmal nochmal einmal... Warte, er gibt Golan Anweisungen. Vielleicht sollten wir jetzt lieber nochmal blocken. Ja. Gut, dass wir geblockt haben. Und jetzt rauf. Boah! Ich lass mich nicht von Drogen versklaven! Ja, Mann. Ja, Mann! Du glaubst, mich kontrollieren zu können. Du bist tot, Brillenschlange. Mach dich bereit. Ah, leider haben wir ihn nicht. Das haben wir ja schon gesehen, deswegen gehe ich jetzt gerade schnell durch. Wir haben das ja schon gehört, das ganze Gebrabbel. Und wir haben verloren, weil er hat immer noch eine weitere Dosis, eine Fernsteuerung. Und Golan wird ganz gruselig zu einem wilden Wesen. Aber wir haben jetzt sehr viel mehr magischen Teer und sind, glaube ich, sehr, sehr gut ausgerüstet. Wir müssen jetzt gleich nur richtig spielen mit unserem Blocken und mit unserem Angreifen, damit wir das hier gut hinkriegen. Boah, die Musik hier ist auch so gut. Finger weg von Drogen, Kinderchen. Aber ey, wenigstens bringt er nur Moral noch mit. Okay. Verwandle ihn zurück. Sehr amüsant. Du hast bestimmt bereits verstanden, dass es kein Zurück mehr für ihn gibt. Kann man ein verbranntes Steak wieder roh machen? Roy. Töte mich. Und mach den Typen fertig. Erstmal wollen wir uns ganz kurz vollheilen. Greifen dann Golan an. Au. Heilen uns nochmal. Er bereitet einen vernichtenden Schlag vor. Gut, dass wir da nochmal... Das ist jetzt übrigens der Punkt, wo ich mich dann frage, sollte man bei 50.000 heilen? Aber eigentlich ist das doch genug Leben. Hat auch gut geklappt. Schießt. Greift mit einem riesigen Tentakel an. Okay, als nächstes müsste bald wieder gleich der vernichtende Schlag kommen. Ja, da kommt der vernichtende Schlag. Blocken. Will ich hier jetzt schon heilen? Lieber, ja. Bevor das noch schief geht. Und jetzt können wir auch direkt wieder hier den vernichtenden Schlag, den furchterregenden Schlag machen. Schießt. Greift mit einem riesen Tentakel an. Da müssen wir heilen. Wir haben noch eine Portion. Vernichtender Schlag wird vorbereitet. Wir können nochmal furchterregend angreifen. Okay, das sind noch 2 oder 3 Hits, die wir brauchen. Das sind so viele, Mann. Ich block einmal. Vielleicht jetzt nochmal magischer Teer. Wir haben keine Portion mehr. Wird das jetzt gerade wieder so knapp wie beim letzten Mal? Hör auf. Und das war's. Golan? Was machst du da, Golan? Steh auf und beschütze deinen Meister. Danke, Roy.
Tut mir leid. Laborleiter Victor zittert am ganzen Körper. Jetzt pass mal auf, mein Freund. Boah. Kampf gewonnen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Roy. Golan, alles okay? Vergib mir. Ich hab dich so lange angelogen. Oh. Jedes Mal, wenn wir einen guten Moment hatten, wurde das schlechte Gewissen stärker. Aber ich bin froh, ist es vorbei. Nun muss ich nicht mehr lügen. Oh, Golan. Du weißt, ich vergib dir alles, Mann. Bis zum bitteren Ende. Schauen wir mal, das könnte es sein. Du weißt, es hat keinen Zweck, oder? Was zum... Wie bist du immer noch bei Bewusstsein? Ich verrate dir ein Geheimnis. Du bist eine tickende Zeitbombe. Dein Körper hält nicht mehr lange durch. Nicht mit all dem Müll, den du in dich hineingestopft hast. Hä? Huh? Du erreichst bald den kritischen Punkt. Und du kannst nichts dagegen tun. Egal was du machst, du wirst explodieren. Und nicht nur du stirbst. Du wirst tausende unschuldige Leben mit dir nehmen. Du wirst sie alle töten. Aber hey, wir können jetzt zu Mac! Bin stolz auf dich, Kleines. Keine einzige Träne. Ja, weil ich versprochen habe, ich mach's nicht. Hm? Was meinst du damit? Und sowieso, hast du das nicht selbst gesagt? Du hast gesagt, du kommst und rettest mich. Stimmt wohl. Hey, wo ist Golan? Du kennst ihn doch. Der verschwindet irgendwo. Keine Ahnung, wo er ist. Besser ist es, das so aufrecht zu erhalten. Die schläft wieder. Ja, easy. Es ist gerade der beste Zeitpunkt, um zu sleepen. Das stimmt. Hallo? Bist du es, alter Mann? Kannst du mich hören? Meine Güte, Roy. Das ist ganz schön schwer zu glauben. Hör mal, alter Mann. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte kümmere dich gut um Mac für mich. Was? Wir wissen jetzt, wo Macs Mutter ist. Also bitte bring sie zu ihr. Alle Menschen im Labor sind außer Gefecht. Die Luft ist rein. Aber der einzige Weg zu euch hoch wurde zerstört. Wenn ihr den Aufenthaltsort ihrer Mutter kennt, wäre es vielleicht das Beste, einen neuen Plan ins Auge zu fassen. Komm einfach her, uns läuft die Zeit davon. Roy, was geht da vor sich? Was ist passiert? Hör jetzt gut zu. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Anscheinend gelange ich bald an einen kritischen Punkt oder so. Was? Wie bitte? Was soll das heißen? Wenn das passiert, bringt das nicht nur mich um, sondern alle hier auf der Oberfläche, inklusive Mac. Aber jetzt häng einfach auf und tu, was ich dir sage, okay? Roy. Also dann. Was wirst du tun? Ich? Mach dir mal keine Sorgen um mich. Du und Mac werdet mich nie wiedersehen. Roy. Verstehst du überhaupt, wie traurig sie das machen wird? Nein! Weißt du denn nicht, wie sehr dich dieses kleine Mädchen mag, Roy? Ich hab's dir schon gesagt, es gibt keinen anderen Weg, Mann. Der schießt sich ins Weltall. Ich frage mich, wird sie mich vermissen, wenn ich weg bin? Hallo? Hallo? Kannst du mich hören, Mac? Hm? Roy, wo bist du? Naja, also, Onkel Paul kommt dich morgen holen. Sei brav und hör auf ihn, ja? Was ist mit dir? Wo bist du? Hör mal, Kleines, am besten vergisst du mich ganz schnell. Wie? Ich muss weit, weit weg. Wie weit? So weit, dass wir uns nie wiedersehen. Was? Aber wieso? Bitte geh nicht, Roy. Bleib bei mir. Ho, 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 Gott. Hör gut zu, Kleines. Ich weiß, so habe ich das noch nie gesagt, aber
Mich um dich zu kümmern, war das Nervigste, was ich je machen musste. Was? Ich hab jede Minute gehasst und ich hab echt die Schnauze voll von dir. Roy? Halt die Klappe, ich will nie mehr meinen Namen aus deinem Mund hören. Was? Bitte Roy, sag mir, was ich falsch gemacht habe. Hast du mich wirklich? Ja, das tue ich. Ich will auf jeden Fall nie wieder dein Gesicht sehen. Man sieht sich kleines auf nimmer wiedersehen. Wie kannst du so fies sein? Ich hasse dich, Roy. Der erprobte Trick, dass man besser jemanden hasst. Oder jemandes Hasses auf einen schürt, damit es einfacher ist zu gehen. Wie traurig. Roy ist jetzt einfach weg? Oh, schaut diesen riesigen Stern da oben an. Wie hübsch. Aber irgendwie, wenn ich ihn so anschaue, fühle ich mich so seltsam. Mama? Mac, dir geht es gut. Wie süß. Gott sei Dank, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich habe dich überall gesucht, Mama. Ich weiß, mein Schatz, es tut mir so leid. Aber weißt du was? Ich habe ganz viele Freunde zum Spielen gefunden. Es gibt da einen, der heißt Roy. Was ist los, Kleines? Nichts. Roy ist mir egal. Oh, verstanden. Hör zu, Mac. All diese seltsamen Orte und diese seltsamen Leute, die du angetroffen hast, das war alles nur ein Traum. Genau, du hattest einen sehr seltsamen Traum. Hä? Nein, das war kein Traum. Sie sind ganz viel mit mir rumgetollt. Das ist wirklich passiert. Ja, Schätzchen, ich weiß. Aber eines Tages, wenn du älter bist, wirst du verstehen, was ich meine. Wenn ich erwachsen bin? Ja, Kleines, genau. Und so verging die Zeit. Je älter ich wurde, desto mehr verblasste meine Erinnerung. Stück für Stück. Bis sich das alles wie ein fantastischer Kindertraum anfühlte. Und doch etwas blieb. Meine Liebe für den Nachthimmel. Da hat es einen Stern, der heller funkelt als alle anderen. Und jedes Mal, wenn ich ihn ansehe, habe ich ein seltsames Gefühl im Bauch. Deshalb bin ich hergekommen. Und deswegen stehen wir jetzt bei diesem alten Transceiver. Ist das irre. Weil ich es einfach wissen muss. Da ist es, das Labor, das sie vor 20 Jahren schlossen. Wenn es irgendwo da draußen Antworten gibt, wieso ich mich so seltsam fühle, wenn ich diesen großen roten Stern ansehe, oder wieso ich diese verblassten Erinnerungen habe, ich glaube, die Antworten darauf finde ich hier. Und so startet es quasi, wo alles auch angefangen hat. Ich erinnere mich, nur schwach, aber ich bin sicher, hier bin ich richtig. Da ist das Forschungslabor, in dem meine Mutter arbeitete, als ich klein war. Genau der Anfang. Mama hat mir damals nicht viel von ihrer Arbeit erzählt, aber ich musste einfach mehr darüber wissen, also habe ich nachgeforscht. Über den riesigen roten Stern, der damals plötzlich am Himmel erschienen ist. Das ist 20 Jahre her, kurz bevor dieses Labor versiegelt wurde. Damals muss etwas Einschneidendes passiert sein. Ich bin ganz nah dran, mich zu erinnern. Ein Transceiver? Scheint, als funktioniert er noch immer. Da sind bestimmt noch Aufnahmen gespeichert. Kann ich die letzte anhören?
Du musst Mac also sofort holen, hast du verstanden? Oh je, das klingt, als hättest du ganz schön Mist gebaut da oben. Schwer zu sagen mit all dem Rauschen, aber diese Stimme. Oh? Was ist eine Rakete? Sie machen Swoosh und fliegen ins Weltall. Weltall? Ja, da wo alle Sterne und Planeten sind. Okay, Roy, du stehst da drüben. Alles klar. Achtung! Mann, ganz schön schwer, meine Kraft zu kontrollieren. Wow, Roy, das war so cool! Oh, durchs Blumenfeld. Und, tut mir auch leid. Es ist nur, naja, ich bin schlecht mit so Zeugs. Das ist alles neu für mich, weißt du? Woher weiß ich, was tun, wenn ein Kind umfällt? Sowas habe ich mir noch nie überlegt. Hey Roy, können wir morgen wieder spielen? Keine Ahnung, Kleines. Morgen könnte ziemlich viel los sein. Und wir müssen dich zu deiner Mama zurückbringen, schon vergessen? Aber danach können wir immer noch zusammen spielen, oder? Okay, okay, aber nur wenn du brav bist und nicht weinst bis dahin. Tja, sie hat geweint am Ende. War ihre Schuld. War ihre Schuld. Sonst hätten wir noch gespielt. Tja, Mac, deine Schuld. Vollkommen. Roy, ich erinnere mich. Hör jetzt gut zu. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Was? Wie bitte? Was soll das heißen? Anscheinend gelange ich bald an einen kritischen Punkt oder so. Wenn das passiert, bringt das nicht nur mich um, sondern alle hier auf der Oberfläche, inklusive Mac. Also war der wirkliche Grund, wieso Roy mich zurückgelassen hat? Kannst du mich hören, Mac? Roy, wo bist du? Moment, stimmt. Wir haben damals übers Radio miteinander gesprochen. Ja gut, zu Kleines, ich weiß, so habe ich das noch nie gesagt, aber mich um dich zu kümmern war das Nervigste, was ich je machen musste. Vom ersten Moment an, in dem du dich an mich geklettet hast. Bitte Roy, sag mir, was ich falsch gemacht habe. Hast du mich wirklich? Ja, das tue ich. Ich will auf jeden Fall nie wieder dein Gesicht sehen. Man sieht sich, Kleines, auf nimmer Wiedersehen. Wie kannst du so fies sein? Ich hasse dich, Roy. Er wusste, dass ihm nicht viel Zeit blieb, also hat er sich geopfert. Sorry, Kleines, es geht nicht anders. Roy? Sorry, Kleines, es geht nicht anders. Und ist ja nicht so, als ob mein Leben was Spezielles gewesen wäre. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich diese letzten Tage mit dir verbringen konnte. Eigentlich sollte ich nichts bereuen. Ehrlich gesagt war ich nicht sicher, wie lange Mac bei uns unten überleben würde. Und es gab ein paar ziemlich brenzlige Situationen, aber sie hat sich zusammengerissen bis zum Schluss. Ja, das war eine sehr brenzlige Situation. Mann, das muss echt hart für sie gewesen sein. Aber immerhin konnte ich sie beschützen. Ha, schon krass. Jemand wie ich, der zur Rettung eilt, hat sich irgendwie gut angefühlt. Etwas Gutes für jemand anderen zu tun. Aber irgendwie hat das ja auch mit ihr angefangen. Sie hat immer nette Dinge für mich gemacht. Bin ich wirklich zufrieden mit so einem Ende? Hätte nie gedacht, dass ich mich vor etwas fürchte. Ich habe mich nie vor den Sterben gefürchtet. Das dachte ich zumindest. Verflucht, was ist denn los mit mir? Seit ich der Kleinen begegnet bin, erkenne ich mich selbst nicht wieder. Mein altes Ich hätte sich nie gut gefühlt, dabei jemanden zu retten.
oder darüber nachgedacht, wie verängstigt sich jemand fühlen muss. Ich wäre nie jemand dankbar gewesen, dafür, dass sie mich gut behandeln. Ich habe noch nie so etwas gefühlt. Verdammt, was läuft falsch mit mir? Ich wusste genau, auf was ich mich einlasse. Wieso kriege ich plötzlich Schiss? Ich dachte, ich wäre der Furchtlose von uns beiden. Stimmt. Wir haben uns etwas versprochen. Sie und ich, nicht wahr? Vielleicht hat sie sich deshalb nie weinen lassen. Sie wollte ihr Versprechen halten. Ich muss stark bleiben wie sie. Ich will unser Versprechen nicht brechen. Aber verdammt, ich schaff's nicht. Ich will noch nicht sterben. Roy. Die Blume. Oh wei. Eine Blume? Warte mal, ich erinnere mich. Roy. Ich... Es tut mir leid, Roy. Oh Roy, es tut mir so leid. Du hast dich geopfert, um uns alle zu retten. Und ich wusste es nicht. Du hattest bestimmt riesige Angst da oben. So alleine. Wie konnte ich das nur vergessen? Es tut mir so leid. Das ist das Ende? You can't do this to me. Oh Gott. Ich wollte schon sagen. Hä? Huh? Die Blume, sie... Die Fake Credits, ey. Ich werd nicht mehr. Hm? Was ist das für ein Ort? Das sieht sehr, sehr spannend aus. Freunde, wie es hier weitergehen wird, das schauen wir uns morgen an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt eure Theorien schon mal gerne in die Kommentare und lasst ein Abo da, falls ihr das große Finale, denn es läuft ja doch schon sehr aufs Finale zu, denke ich, nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, euer Brain, Tüdelü mit Ü.